In den USA haben erneut Zehntausende gegen rassistische Polizeigewalt demonstriert. Die Proteste blieben weitestgehend friedlich. In mehreren Städten setzten sich Demonstranten über die nächtlichen Ausgangssperren hinweg. Vor allem in Washington DC war das Aufgebot an Sicherheitskräften von Militär und Polizei groß. In Minnesota gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass gegen alle 4 Polizisten Strafverfahren eingeleitet wurden, die an dem Polizeieinsatz beteiligt waren, bei dem der Afroamerikaner George Floyd am 25. Mai ums Leben kam. Die Mordanklage gegen den Hauptverdächtigen wurde verschärft. Zudem wurden jetzt die 3 weiteren Polizisten wegen Mittäterschaft angeklagt. Das Problem werde damit nicht gelöst, räumte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates ein. Ich glaube nicht, dass eine erfolgreiche Strafverfolgung den Schmerz und Verlust wieder gut machen kann, den so viele Menschen empfinden. Der Schmerz wird nur langsam vergehen und die Wiederherstellung von Justiz und Fairness in unserer Gesellschaft ist eine schwierige Aufgabe. Der frühere US-Präsident Barack Obama rief bei einer virtuellen Diskussionsrunde dazu auf, den Moment zu nutzen, um einen Wandel zu bewirken. I've been hearing a little bit of chatter in the internet about voting. Im Internet wird viel diskutiert, ob man wählen gehen oder protestieren sollte, über Politik und Teilhabe gegen zivilen Ungehorsam und konkrete Taten. Es braucht aber nicht das eine oder das andere, sondern beides, um wirklich etwas zu verändern. Die Autopsie des verstorbenen Floyds ergab, dass er mit Covid-19 infiziert war, aber keine Symptome hatte. Der 46-Jährige starb, nachdem ihm der mittlerweile wegen Mordes angeklagte Polizist minutenlang das Knie in den Nacken drückte.